Seid gegrüßt, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt. Und zwar hatte die liebe Eva mich gebeten, ein Konzept auszuarbeiten für eine kleine Wohnung in einem Dom. Das habe ich jetzt mal gemacht. Das möchte ich euch mal vorstellen. Und zwar hat dieser Dom einen Durchmesser von 9 Meter. Und hier seht ihr schon, die Wohnung hat insgesamt nur etwas mehr als 25 Quadratmeter. Und die, ja, die Gartenfläche oder was immer hier auch überbleibt, hat ungefähr ebenso viel. Und dann schauen wir uns das mal an. Also hier ist ein kleines Schlafzimmer. Ich zeige es gleich nochmal von oben. Hier ein winziges Badezimmer oder ein kleines Bad. Toilette, Waschbecken, Dusche. Und hier haben wir in der gleichen Größe eine kleine Küche. Dann hier ein Hauswirtschaftsraum. Hier habe ich mal eine Waschmaschine reingestellt, dass man es sehen kann. Und wenn wir uns das von oben angucken, sieht das dann so aus. Das wäre dann der Wohnraum. Und wie gesagt, hier kann man einen kleinen Garten oder einfach eine Terrasse oder was auch immer anlegen. Wir können uns jetzt mal den Rest hier einblenden. Das mache ich mal hier mit. Und dann sagen wir ein Ausblenden. Das hatte ich schon vorbereitet. Dauert jetzt einen Moment, da muss etwas rechnen. So, das ist jetzt im Schnitt nochmal der Dom. Das ist ein Frequenz 3 Dom, wie gesagt mit 9 Meter Durchmesser. Und der hat dann auch noch eine zweite Etage. Ich blende jetzt mal den Rest noch ein. So, also dann habe ich hier eine Treppe vorgesehen, die nach oben hinführt. Und oben kann ich dann nochmal einen Wintergarten oder eine Tanzfläche oder was auch immer einbauen. Wie ich das nutze, ist natürlich jedem selber überlassen. Hier kann man es nochmal im Schnitt sehen. Also die Treppe führt hier hoch. Und hier habe ich dann nochmal, ich glaube, jetzt weiß ich es gar nicht, ich glaube, das waren nochmal um die 50 Quadratmeter. Gucken wir mal. Bereich, ja, das ist um die 50 Quadratmeter sind das. Also ich würde da oben wahrscheinlich auf jeden Fall eine Badewanne hinstellen. Und den Rest wahrscheinlich bepflanzen, wie auch immer. Entweder mit Zierpflanzen, dass ich da einen Garten anlege oder eine Art Dschungel von mache oder Nutzgarten. Das bleibt natürlich jedem selber überlassen. Hier unten auch. Wie man jetzt hier diese Seite zumacht, ich kann es mal von oben zeigen. Ich habe jetzt hier diese Fläche hier, damit es symmetrisch wird, ausgewählt, die ich dann zumachen würde. Ob man es dann wirklich so macht, muss man sehen. Also man könnte jetzt auch hier noch das ein oder andere Segment weglassen. Aber ich denke mal, so hat man schon eine Menge Licht, auch hier unten. Ich kann natürlich hier hinten nochmal das ein oder andere Segment, da kann ich eine Tür einbauen oder hier auch Fenster einbauen. Ich kann hier Fenster einbauen. Da gibt es natürlich noch viele Möglichkeiten. Aber ich denke mal, für so einen kleinen, relativ kleinen Flächenbedarf von 9 Meter im Durchmesser hat dieser Dom schon eine Menge zu bieten. Wie immer stelle ich die Zeichnungen und Modelle, Zeichnungen habe ich noch nicht, aber die Modelle stelle ich auf jeden Fall auf meinem Telegram-Kanal zur Verfügung. Kann sich jeder herunterladen. Und wenn dann ernsthaftes Interesse besteht, kann ich dann natürlich auch die Zeichnungen ableiten und kann man drüber sprechen, was dann noch geändert werden soll oder wie man es vielleicht anders machen kann. Ja, denn diesen Dom wollte ich mal vorstellen. Also der würde mir persönlich auch noch gut gefallen. Ich könnte mir durchaus vorstellen, sowas mal zu bauen.
und schaut es euch an. Wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt oder Anregungen, könnt ihr mir es immer gerne in die Kommentare schreiben. Auch würde ich mich freuen, wenn ihr den Telegram-Kanal nutzt und den auch abonniert. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage Tschüss.